herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Schön persönlich. Mein heutiger Gast sorgt für goldene Zeiten. Sie vergoldet im wahrsten Sinne des Lebens ihr Zuhause. Das spanische Wort Dorado steht für vergolden. Erleben Sie mit mir ein echtes Eldorado der Kunst mit Andrea Wobmann. Hallo Andrea. Hallo Rolf. Andrea, wie ich ja gerade sagte, du bist so die Frau, die das Leben vergoldet. Wie bist du denn zu so einer Goldkünstlerin geworden? Ja, ganz sicher nicht von ganz Anfang. Und zwar hat sich bei mir das schon sehr jung herauskristallisiert, dass mich Kunst wahnsinnig fasziniert, beflügelt. Ich bin auch Polydesigner in 3D geworden, also Dekorateurin. Bin durch das natürlich mit allen handwerklichen Materialien ich habe täglich mit so diesen Materialien gearbeitet. Und dann ist dann das erste Mal meine erste Wohnung gekommen und dort habe ich dann meine ersten Bilder gemalt, weil das hat einfach perfekt passen und ich habe nicht das Richtige gefunden oder damals auch nicht das Budget dafür gehabt und habe das selber gemacht. Und so hat sich dann das weiterentwickelt, dass meine Freunde Bilder wollten und vielleicht die Freunde der Freunde. Und das war eigentlich mein Start als Künstlerin. Natürlich ganz anders noch zu dem Zeitpunkt. Und warst du schon immer auf die Farbe Gold fixiert oder entsteht das im Laufe der Zeit? Das hat sich entwickelt. Ich habe natürlich dann sehr früh nach meiner Ausbildung habe ich mich mit der Feng Shui-Lehre befassen, habe auch wirklich die traditionelle Ausbildung gemacht. Und dort lernt man natürlich schon sehr früh, was bewirkt Gold, was hat das auf unsere Psyche für einen Einfluss. Und dort hat das schon angefangen, dass ich gefunden habe, wow, das ist ganz toll, aber es war überhaupt nicht in der Mode gewesen, oder dass man das gross gefunden hat oder auch gute Farben gefunden hat. Das war dort wirklich noch nicht so das Thema gewesen. Mhm. Es hat sich dann herauskristallisiert mit Einrichtungsprojekten, wo ich auch wirklich die Mitte oder das Herz stärken wollte. Und das tut man natürlich mit einer runden Form, die für ihn, ich sage jetzt, rund verbindet, rund harmonisiert. Dort habe ich mich dann schon immer mehr in diese Richtung entwickelt. Mhm. Du hast gerade auch von dem Gold erzählt und so, und deine Bilder, wenn man sie kennt, sieht man, dass immer in der Mitte eigentlich so der goldene Punkt ist oder der goldene Kreis. Und das in Verbindung mit energetisch. Was hat das genau zu bedeuten? Ja, also für mich hat halt die runde Form sehr eine starke Bedeutung. Und ich habe gemerkt, wenn man das in den Raum mit einbezieht, ist auch das für den Mensch und für die Umgebung sehr wertvoll. Und so bin ich auch immer mehr, habe ich für mich gefunden, wie kann ich das energetisieren, also sprich die Materialien, die ich verwende, dass die zu mehr Energie kommen. Und wie komme ich zu dieser Energie? Also ich habe Massen, die ich damit arbeite, habe ich mit Bergkristallen von anmischen. Ich habe zum Beispiel die Farbine, habe ich von Kräutermischungen eintun, also zum Beispiel OPC oder Kurkuma. Und Gold hat sowieso eine sehr hohe Eigenschwingung. Also ist das ein Bild, das auf jeder Ebene energetisiert ist. Mhm. Und das spürt man auch. Mhm. Aber so Kurkuma zum Beispiel hat man ja früher auch in der Einfärbung von Lebensmitteln verwendet. Gibt es nicht dann plötzlich einen anderen Farbton im Bild? Das ist schon so. Also wenn ich natürlich eine gewisse eigenständige, also die Farbe habe, von der ich mit Kapseln öffne, dann ist das klar, dass das natürlich die Farbe verändert. Mhm. Aber ich schaue dann auch, dass das natürlich vielleicht die Erdtöne auch drinnen hat. Mhm. Da entscheide ich natürlich jedes Mal selber, dann, was passt jetzt. Oder da schaffe ich sehr frei. Also wirklich mein Empfinden, was es zu diesem Bild braucht. Jetzt haben wir ja so ein bisschen gesprochen. Du arbeitest also mit 24 Karat Blattgold, so wie ich das verstanden habe, plus Gewürze. Aber die Masse, wie du so schön sagst, mit der du arbeitest, deine Bilder haben ja so schöne Strukturen. Woraus entsteht die Masse? Gut, das sind verschiedene Massen, Pulver, Spachtelmassen, wie auch Massen, die es schon gibt, die ich aber dann komplett neu mische. Eben, wo ich Bergkristall mit hineingebe, ich mische das jedes Mal selber an und es wird dann auch heller oder dunkler angemischt und so entsteht dann auch wirklich die Struktur und ich gehe natürlich mehrmals über ein Bild, das hat teilweise bis 20 Schichten und so, wenn das natürlich immer ein bisschen in den verschiedenen Varianten ist, gibt es dann auch die Tiefe beim Bild oder auch das Kraftvolle.
Ich selbst mache ja so Skulpturen und dort weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Frauenkörper mache, wie weit ich den ausarbeite. Wenn du sagst, bis zu 20 Schichten, wie entscheidest du denn dann, jetzt ist das Bild fertig, jetzt ist es schön, so wie in deiner Fantasie. Wie gehst du davor? Wann stoppst du? Sehr eine gute Frage. Manchmal rede ich da schon mit den Bildern, weil für mich ist das auch immer so, ich habe immer das Gefühl, es ist noch nicht fertig. Ich habe immer das Gefühl, es geht noch weiter. Und manchmal muss ich wieder ein bisschen Abstand nehmen vom Bild. Also, dass ich auch wieder aus dem Atelier rausgehe, vielleicht einen Tag später reinkomme. Und dann weiss ich genau, die braucht jetzt noch etwas. Und dann mache ich das. Und das habe ich gelernt über die Jahre, dass ich dann auch aufhöre. Also, oft habe ich schon das Gefühl, dort noch und da noch. Und dann ist es dann leider nicht besser geworden. Mhm. Aber den Moment zu verwünschen, wenn das Bild fertig ist, ich glaube, es ist dann fertig, wenn die Energie stimmt. Okay, okay. Und ich schaffe auch nur Sache. Ja, und ich schaffe auch wirklich am Bild nur, wenn ich mich gut fühle. Also wenn ich jetzt merke, heute ist ein Tag, wo überhaupt nicht ein Ateliertag ist, dann widme ich mich anderen Sachen. Also das habe ich auch gelernt, dass okay. Ich dann schaffe, wenn ich auch das Gefühl dazu habe. In deinen Bildern, also die sind ja speziell mehr oder weniger mit viel Rundung aufgebaut, habe ich schon mal ein Bild gesehen, da hast du Ornamente drin in dem äußeren Ring um das Goldene herum. Die wirken für mich alle exakt, sage ich mal, fast gleich, wenn man so kurz drauf schaut. Schaffst du mit Schablonen oder wie kriegst du das hin, dass die ganze Zeit das Muster wieder gleich ja, ist? Gut, also es ist verschieden, wenn ich das Muster im Aussen mache, ja, dort habe ich schon mit Schablonen geschafft. Ich habe aber auch schon wirklich Ornament in die Masse gebracht und dort habe ich damit aber Stuckaturteile geschaffen. Mhm. Aber das entsteht dann auch, wenn ich auf einmal finde, jetzt muss da etwas Neues passieren oder ich will auch wieder etwas Neues kreieren. Und dann verlasse ich mich eigentlich auf mein Gefühl und suche dann auch immer wieder etwas Neues, wie ich etwas Neues reinbringen kann. Mhm. Mhm. Ich habe aber jetzt auch gemerkt, dass Kunden doch so ein bisschen immer für ihr persönliches Bild die gleichen Wünsche haben. Also zu experimentell manchmal. Die sind toll für Vernissagen oder für Ausstellungen. Aber der Kunde, der bei mir das Bild bestellt, der möchte nicht so etwas Wildes. Das habe ich so ein bisschen, je nachdem, wo er das Bild möchte, präsentieren möchte. Wenn du so schön sagst, wer der Kunde, der ein Bild bestellt, das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich brauche was für die und die Wand in meiner Wohnung und du könntest den Wunsch ausführen. In dem Fall kann man Aufträge bei dir setzen. Ja, ja das ist, da kommt man zu mir ins Atelier oder man nimmt mit mir Verbindung auf und dann erzählt mir auch der Kunde, wo er das Bild möchte oder er schickt mir schon Fotos von seinem Wohnraum. Aber sehr oft gehe ich auch vorbei und wir schauen dann zusammen, welches Bild dort passt. Sehr oft haben auch die Leute schon ihre wirklich Vorstellungen, wie das Bild darf sein oder soll werden. Und sie haben schon recht konkrete Wünsche dann. Und es, ja, dass es auch auf den Wohnraum nachher auch perfekt abgestimmt ist. Wenn man jetzt als Käufer sich interessiert für deine Kunst und sagt, ich hätte gern was Goldenes für mein Zuhause, gibt es irgendwo permanent eine Ausstellung? Wie kommt man mit dir in Kontakt, um solche Bilder zu kaufen? Also ganz klar habe ich auch eine Webseite, wo ich meine Online-Galerie drauf habe. Oder man meldet sich bei mir oder man kommt zu mir ins Atelier. Und momentan läuft ja gerade meine Ausstellung an der Casimir-Pfeiffer-Straße 2 im Stadthirsch in Luzern. Dort bin ich noch bis Mitte Januar, habe ich dort mehrere Kunstwerke ausgestellt. Wenn man so deine Karriere anschaut, Dekoration, dann die Kunst, hat ja auch mit Dekoration zu tun, Raumdekoration. Jetzt habe ich auf deiner Website gelesen, dass du auch Persönlichkeitsberatung machst für Wohngestaltung. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Also ich mache Wohneinrichtungen, also ich mache Konzepte, aber nicht ganze Konzepte. Also klar, wenn das jemand wünscht, auch. Aber ich habe gemerkt, das Bedürfnis der Leute ist, etwas zu verändern. Sie wissen nicht so genau, wie. Und da bin ich so ein bisschen der Kick für das Neue rein. Man will auch vielleicht eine Veränderung daheim haben und nicht gerade die ganzen Möbel verändern. Und so mache ich dann ein Personal Shopping. Also das ist nicht ein Shopping unter Freundinnen, dann, sondern das ist wirklich Power Shopping. Man läuft durch die verschiedenen Wohnhäuser durch.
Klar, im Vorhinein macht man ja auch ein Wohnkonzept oder ich schaue auch sehr, wie man das am schnellsten verändern könnte, dass es auch im Kunden gefällt. Und dann geht man durch, schaut, was rum ist. Und dann sitzt man dann irgendwo in einer gemütlichen Ecke und tut einmal herauskristallisieren, was passt jetzt zusammen, was geht man holen und wie tut man das dann daheim neu inszenieren. Also eine andere Art von Shopping Queen. Ja, wäre etwas. Mit so Accessoires so weiß ich jetzt von dir persönlich ja schon, dass du auf den Malediven sogar für ein Hotel etwas gemacht hast, für Weihnachten. Und das fand ich ganz interessant. Wie kommt sowas zustande, dass jemand von den Malediven, ich sag mal eine Goldkünstlerin aus der Schweiz, bucht, um die Weihnachtsdekoration auf den Malediven zu machen? Wie ist das entstanden? Unglaublich wunderschönes Projekt gsi. Das ist natürlich entstanden natürlich durch Beziehungen. Also wir haben den Manager von dieser Insel, wo wir in der Ferien waren, schon gekannt. Und bei einem tollen Glas Wein ist die Idee entstanden, dann, wo er mir das die Möglichkeit geboten hat und gesagt, weißt du, wir brauchen unbedingt ein Weihnachtskonzept auf der Insel. Da tut jeder etwas mischen und wir haben einfach kein klares Konzept. Und sie würden gerne mit einfach vor allem einheimischen Materialien ihre Weihnachten neu gestalten. Und er hat natürlich gewusst, dass ich absolute Weihnachtsfetisch habe oder mir das wirklich etwas ist, was mich sehr glücklich macht, um diese Zeit zu dekorieren. Und so ist das dann entstanden, dass ich dann wirklich für 3 Wochen auf der Insel war und mit den Leuten zusammen ein Konzept erarbeitet habe. Also ich habe das Konzept vorher entwickelt, aber vor Ort musste ich dann schauen, funktioniert das auch. Wenn man zum Beispiel Kokosnüsse vergoldet und aus diesen Kokosnüssen einen 3 Meter grossen Baum dekoriert. Und so habe ich dann hinter den Kulissen mit dem Schweißer, mit dem Team vor Ort, wo ich dann Workshops gegeben habe, wie sie vergolden können, wie sie so Kränze machen können oder aus Korallen kleine Bäumchen machen. Also Weihnachtsbäume aus Korallen. Natürlich alles vor Ort. Und das bleibt dann alles dort. Man darf nichts heimnehmen. So hat sich das Konzept dann auch wirklich, ist das in die Realität gekommen. Und ich war im Sommer dort gewesen. Also man muss ja dann jetzt starten, dass man dann, oder ich sage jetzt, die zu einem gewissen Zeitpunkt starten, dass es dann auch an Weihnachten fertig ist. Und nein, die Weihnachtsstimmung war nicht so ganz da gewesen, aber es ist einfach, ja, es ist schwierig, so unter den Palmen mit Meeresrauschen sich auf Weihnachten einzustimmen. Ja. Wie können Sie das mit Ihren Materialien und auch mit Ihren Werkzeugen und mit Ihrer Zeit und dem Können, das Sie auch haben, dass man möglichst in der Freude innen bleibt, auch die Weihnachtsdeko dann zu machen. Mhm. Also, als ich zurück bin, sind die natürlich jetzt voll am Arbeiten. Weil Weihnachten steht ja schon gleich vor der Tür. Und, wie läuft denn so ein Projekt ab? Sind die nachher mit dir weiterhin in Kontakt und schicken dir Bilder? Oder ist für dich die Arbeit eigentlich abgeschlossen, indem du Musterstücke gemacht hast für sie oder sie eingewiesen hast in dieses Handwerk? Ja, ich habe es natürlich so probiert, auch, dass sie das nachher selber können. Und ich bin natürlich jetzt manchmal mit einem Zoom-Call verbunden oder sie schicken mir wirklich jetzt ein Video, wie sie daran arbeiten. Das ist manchmal so eindrücklich. Oder auch zu sehen, was jetzt entsteht aus dieser Idee. Ich mag mich noch gut erinnern, an dem Moment, wo wir gesagt haben, das wäre doch etwas. Und mich wirklich der Manager gefragt hat, kannst du dir das vorstellen? Und ja, klar. Und ich, klar, warum nicht? Also, man könnte sich daran gewöhnen. Könnte ich mich denn damit auch an dich wenden und dich buchen, für mein Haus, meine Wohnung weihnachtlich von dir dekorieren zu lassen? Wenn ich es genug früh weiss, ist das sicher eine Option. Also, ich merke, ich arbeite gerne vielfältig. Weihnachten ist für mich ein toller Moment, aber das braucht einfach sehr viel Vorbereitung. Und das kann man dann nicht so ein paar Tage vorher, sondern man muss ja auch einkaufen. Das ist halt auch ein Konzept, das man macht. Aber klar, wenn das ein Kunde wünscht. Also am besten das Bild mit dem goldenen Kreis und drumherum eine Weihnachtsdeko. Das ist perfekt, natürlich.
Und jetzt weiß ich auch, dass du zwei Kinder hast, dass du einen Lebensgefährte hast, eine Katze hast, dein Atelier, also es ist ja ein stressvolles Leben auch, sage ich mal. Was machst du eigentlich in dem ganzen Stress für deine eigene Schönheit, dass du dich dementsprechend wohlfühlst? Was ich dafür mache? Also ich bin sicher ganz, nehme mir grossen Wert, was die Ernährung anbelangt. Das ist für mich sehr wichtig, also ich bin auch sehr umgestellt. Pflege ist mir sehr wichtig, Sport, genug schlafen. Also ich achte mich sehr darauf, viel mehr wie auch schon. Ich denke, Lebensfreude ist etwas, das genauso wichtig ist, was auch schön macht, wenn man das Leben einfach geniessen kann. Wie definierst du einen schönen Mensch? Ein schöner Mensch. Ich bin jemand, der sehr auf das Lachen reagiert oder lebendige Augen. Das fasziniert mich auch, wenn jemand sehr lebendig ist. Du hast es vorhin so schön gesagt, sich in deiner eigenen Haut wohlfühlen. Das ist für dich auch wichtig und das ist für dich auch Schönheit. Damit du dich in deiner eigenen Haut wohlfühlst, haben wir dir heute ein besonderes Präsent mitgebracht. Das ist das Luxury Skin Concentrate. Das ist ein Serum mit 24 Karat Gold. Gold wirkt in der Kosmetik als sogenannter Antioxidant und es kann bis zum dreifachen Eigengewicht Feuchtigkeit für die Haut speichern. Also gerade wenn wir ein bisschen reifer werden, hat es auch noch einen schönen Booster-Effekt. Als Gast, Dankeschön, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank. Wow. Herzlichen Dank. Merci. Ich danke dir und eine gute Zeit. Danke gleichfalls. Das war mein heutiges Interview mit Andrea Wobmann vom Atelier 8 aus Hof Luzern. Wie Sie sehen, ist Gold eine ganz interessante Thematik, sowohl in der Kunst als auch für die Haut. Lassen Sie sich Ihre Zeit vergolden und schauen Sie in unsere nächste Sendung schön persönlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.